Herzlich willkommen im Seminar Grammatik. Wir sind heute im fünften Input-Block und unser Thema wird noch einmal sein flektierbare Wortarten. Der zweite Teil. Wir werden uns wie im ersten Teil noch einmal mit dem Verb beschäftigen. Hier sehen Sie die Literaturgrundlage, die ich in diesem Video für Sie aufbereitet habe. Nachdem wir in der letzten Sitzung die syntaktischen und semantischen Eigenschaften von Verben besprochen haben, als flektierbarer Wortart sind heute die Merkmalklassen der Konjugation dran, also der Flexionsweise von Verben, die Merkmalklassen, die dabei involviert sind. Dann werden wir uns mit den morphologischen Klassifikationen von Verben und Verbtypen beschäftigen. Das ist ein Themenblock, den ich aus der Literaturgrundlage vom letzten Block hierhin verschoben habe. Und wir werden uns anschauen, welche Funktionsklassen von Verben sich unterscheiden lassen. Wir sind hier unter den verschiedenen Wortarten. Wir sind bei den flektierbaren Wortarten und unter den flektierbaren bei der einzigen konjugierbaren Wortart, dem Verb. Wir beginnen mit den Merkmalsklassen der Konjugation. Wie angekündigt, dieses Schema haben Sie in einer früheren Sitzung schon einmal gesehen. Wir haben unter den flektierbaren Wortarten Nomen oder Substantive, Artikel, Pronomen und Adjektive. All diese Wortarten fallen unter die Deklination. Und das Verb, um das es heute geht, das ist die Wortart, die konjugiert wird. Und wir sehen auch hier, nach welchen Merkmalklassen das Verb konjugiert wird, nämlich nach Person, Numerus, Modus, Tempus und Genus Verbi bzw. Diathese, zwei Ausdrücke für dasselbe. Hier sehen wir auch die Ausprägungen dieser einzelnen Merkmalklassen. Ich habe hier die ausgestrichen, die die Deklination betreffen und die übrig gelassen, die die verbale Konjugation betreffen. Beim Numerus werden Singular und Plural unterschieden, bei der Person erste Person, zweite Person und dritte Person, bei den Tempora Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquam, Perfekt, Futur 1 und Futur 2. Bei den Modi, Indikativ, Imperativ, Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 und bei den verbalen Genera bzw. bei den Diathesen unterscheiden wir aktiv und passiv. Beginnen wir mit Person und Numerus. Das ist Ihnen wahrscheinlich gut bekannt. Die erste Person, ich laufe, Singular, wir laufen, Plural, das ist die Person oder die Personengruppe, die Äußerung produziert. Beziehungsweise im Pluralfall ist das eine Person als Teil einer Gruppe, die diese Äußerung produziert. Die zweite Person repräsentiert die adressierte Person oder Personengruppe im Falle von Plural. Die dritte Person, das ist die Person oder der Gegenstand, die bzw. der eben nicht Produzent in oder Adressat in der Äußerung ist, beziehungsweise eine dementsprechende Gruppe. Er, sie, es im Falle von Singular, sie im Falle des Plurals. Also etwas, über das gesprochen wird, ausschließlich Produzent in bzw. Adressat in. Schauen wir uns die Tempora an. Ich habe hier mehrere Beispielsätze. Da ich das Seminar besucht hatte, repräsentiert das sogenannte Plusquamperfekt. Das ist eine Vorvergangenheit. Da ich das Seminar besuchte, repräsentiert das Präteritum. Das ist die Vergangenheit. Das Plusquamperfekt rangiert also noch vor der Vergangenheit vom Sprechzeitpunkt aus gesehen. Da ich das Seminar besucht habe, repräsentiert das Perfekt. Das ist auch eine Vergangenheitsform, aber mit Gegenwartsbezug. Und da ich das Seminar besuche, repräsentiert das Präsens und damit die Gegenwart. Da ich das Seminar besucht haben werde, repräsentiert das Futur 2. Das ist eine Zukunft vor der Zukunft. Und
da ich das Seminar besuchen werde, das repräsentiert das Futur 1. Das ist dann die Zukunft. Das heißt, das Futur 2 befindet sich relativ zum Sprechzeitpunkt näher am Sprechzeitpunkt als das Futur 1. Also, wenn ich das Seminar besucht haben werde, werde ich auch die Prüfung ablegen können. Daran sehen Sie, dass das Futur 2 vor dem Futur 1 rangiert auf dem Zeitstrahl. Das Präsens ist ein multifunktionales Tempus. Das sehen Sie an diesen Beispielen hier. Da ich das Seminar besuche, da würden wir sagen, das ist eine Präsensform, aber das drückt so etwas wie eine lange Gegenwart aus, denn ich besuche das Seminar nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern im ganzen Semester. Sie können auch sowas sagen wie, ich besuche gerade das Seminar, das ist Präsens, und das bezeichnet auch eine Gegenwart, aber eine kurze Gegenwart, eine momentane Gegenwart. Sie können das Präsens auch benutzen in einem Satz wie, ich besuche morgen das Seminar. Dann benutzen Sie das Präsens, um eine nahe Zukunft auszudrücken. Sie können aber auch sagen, in 3 Milliarden Jahren erkaltet die Sonne, und dann sprechen Sie mit dem Präsens auch über eine ferne Zukunft. Und dann gibt es auch noch so etwas wie ein historisches Präsens, wenn Sie also erzählen und sowas sagen wie 1194 tritt Heinrich seinen Gang nach Canossa an. Kommen wir schon zu den Modi, zu den verbalen Modi. Da unterscheiden wir zunächst einmal Indikativ, Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Wenn wir den Indikativ benutzen, dann sagen wir etwas als wirklich aus. Also wir sagen über etwas aus, dass es wirklich ist. Zum Beispiel, sie sagt, sie hat Ausschlag, oder er ist blöd und damit war gerechnet worden. Alle Sätze oder Teilsätze, die Sie hier sehen, die werden hier als wirklich behauptet. Das ist anders beim Konjunktiv 1. Der sagt nämlich etwas als wahrscheinlich aus und nicht als wirklich. Also, sie sagt, sie habe Ausschlag. Da ist das eben nur wahrscheinlich, oder sie finden, das sei nur wahrscheinlich, dass sie Ausschlag hat, anders als beim Indikativ, sie hat Ausschlag, wo sie sowas als gewiss, als sicher, wirklich ausdrücken. Oder sie sagt, es gelte nicht. Sie sagt, er werde sich einen Bruch heben. Sie sagt, er sei blöd. Hier wird etwas als wahrscheinlich ausgedrückt, nicht unbedingt als wirklich. Und wie Sie sehen, wird das hier der Konjunktiv 1 oft in indirekter Rede verwendet. Der Konjunktiv 2 schließlich, der sagt etwas als unwahrscheinlich oder als irreal aus. Also auch nicht wirklich, auch eine Möglichkeitsform bzw. Unmöglichkeitsform. Eben unwahrscheinlicher als der Konjunktiv 1 bis hin zu unwirklich, also irreal. Sie sagt, sie hätte Ausschlag. Sie sagt, es gölte nicht. Sie sagt, sie höbe sich einen Bruch. Oder sie würde sich einen Bruch heben, oder sie sagt, er wäre blöd. Und der Imperativ, das ist der letzte Modus, den ich hier aufzählen möchte, und das ist auch tatsächlich der letzte, den es gibt im Deutschen, der drückt einen Befehl oder eine Aufforderung aus. Also spring oder springt oder verweise nicht immer auf deine Katze. Weiterhin können wir nun zwischen analytischen und synthetischen Verbformen unterscheiden. Hier sind nochmal die Tempora, und gelb gefärbt in den Beispielsätzen habe ich hier die verbalen Teile, die beim Ausdruck dieser Tempora involviert sind. Und da sehen Sie, dass Sie im Präteritum und im Präsens nur ein einteiliges Verb haben, im Plusquamperfekt, im Perfekt und im Futur 1 haben Sie hier ein zweiteiliges Verb und im Futur 2 haben Sie sogar ein dreiteiliges Verb. Das kann sich ändern, wenn Sie zum Beispiel ein anderes Auxiliar
benutzen. Ich springe nochmal zurück. Eben war das Auxiliar haben, da ich das Seminar besucht hatte oder besucht habe. Hier bei in den Teich gestiegen ist das Auxiliar sein, beziehungsweise die jeweilige Tempusform davon. In den Teich gestiegen war, stieg, gestiegen bin, steige und so weiter. Und auch hier finden Sie dann einteilige und mehrteilige Verbformen. Und dafür gibt es Fachtermini. Hier würde man sagen, die mehrteiligen Verbformen, das sind analytische Verbformen, wo also eine komplexe Verbbedeutung, die Tempus, Numerus und so weiter ausdrückt, die wird analysiert und das bedeutet in Teile zerlegt. Besteht also aus mehreren Teilen, analytisch aus mehreren Teilen bestehend. Und einteilige Verbformen sind synthetische und das bedeutet Synthese, bedeutet Zusammensetzung. In diesen einteiligen Verbformen sind alle verbalen Informationen, alle Merkmalklassen und ihre Ausprägungen in diesem einen Wort kodiert. Und deshalb nennt man diese Verbformen synthetisch. So, jetzt gibt es bestimmte Kategorien in der Verbkonjugation, die sich analytisch oder synthetisch ausdrücken lassen. Ein anderes Wort für analytische Ausdrucksweise ist auch öfter, dass man die periphrastisch nennt. Und jetzt gibt es zum Beispiel beim Konjunktiv 1 und beim Konjunktiv 2 synthetische Ausdrucksweisen und auch analytische Ausdrucksweisen. Die synthetischen Ausdrucksweisen, die habe ich Ihnen schon eben präsentiert, als es um die Modi ging. Also sie sagt, sie habe Ausschlag oder er werde sich einen Bruch heben und so weiter. Konjunktiv 2, sie sagt, sie hätte Ausschlag, er höbe sich einen Bruch oder ähnliches. Das ist die synthetische Ausdrucksweise der Konjunktiv-Modi. Wir benutzen aber vor allem in der gesprochenen Sprache und auch in der, sagen wir, Nähesprache, informellen Rede, vor allem analytische Ausdrucksweisen für den Konjunktiv 1 und den Konjunktiv 2, nämlich sie sagt, sie würde Ausschlag haben oder sie sagt, es würde nicht gelten, er würde sich einen Bruch heben und wir benutzen die gleichen Formen, diese Periphrase mit würde, um den Konjunktiv 2 auszudrücken. Sie sagt, sie würde Ausschlag haben, sie sagt, es würde nicht gelten und so weiter und so fort. Das heißt, im analytischen Ausdruck von Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 benutzen wir die gleichen Formen und damit geht natürlich auch die Unterscheidung verloren zwischen der Aussage von etwas als wahrscheinlich gegenüber der Aussage von etwas als unwahrscheinlich oder irreal. Dieser Unterschied bleibt hier in der sprachlichen Form auf der Strecke. Kommen wir zu Genus Verbi, zur Diathese, also zu den Genera des Verbs. Hier haben Sie nochmal Plusquamperfekt bis Futur 1 am Beispiel von besuchen. Und das sind Aktivformen des Verbs. Wir haben hier als Tempusauxiliare bestimmte Hilfsverben, und zwar haben, da ich das Seminar besucht hatte, da zeigt das hatte das Tempus an. In den Futur-Tempora kommt dann noch das Werden dazu. Das zeigt hier ebenfalls Tempus mit an. Besucht haben werde oder besuchen werde. Das sind also die Tempusauxiliare. Und im Ganzen sind diese Verbkomplexe hier Aktivformen. So, das Gleiche, wenn wir als Tempusauxiliar ein Sein dabei haben, statt ein Haben, da ich in den Teich gestiegen war, bis hin zu, da ich in den Teich steigen werde. Auch Aktivformen der ganzen Tempora des Verbs. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir formen den Aktivsatz
mit Besuchen in einen Passivsatz um und dann sehen die Verbkomplexe so aus. Da das Seminar besucht worden war, besucht wurde, besucht worden ist, besucht wird, besucht worden sein wird und besucht werden wird. Auch hier haben wir wieder Tempusauxiliare. Das ist jetzt wieder das Hilfsverb sein zusammen mit werden. Und dieses Werden hat aber im Werden-Passiv hier in den verschiedenen Tempora eine Doppelfunktion teilweise, weil es nämlich auch als Passivauxiliar fungiert. Zum Beispiel schauen Sie sich das Präsens an. Da das Seminar besucht wird, da fungiert das Wird einerseits dafür, das Tempus anzuzeigen, Präsens, und auch dafür, als Passivauxiliar zu fungieren. Das zeigt hier die Passivdiathese an. Und in den anderen Tempusformen tritt zum tempusanzeigenden Hilfsverb sein noch das Passivauxiliar werden dazu. Hier sehen Sie, wie die Passivbildung funktioniert beim sogenannten Vorgangs- oder Werden-Passiv. Führen Sie sich nochmal den Aktivsatz vor Augen. Da jemand das Seminar besucht, was da passiert, relativ zum Passiv, ist, dass das Akkusativobjekt aus dem Aktivsatz zum Subjekt des Passivsatzes wird. Also da das Seminar besucht worden war, im Passiv das Seminarsubjekt, im Aktiv, da jemand das Seminar besucht oder besucht hatte, da ist das Seminar Akkusativobjekt. Das Subjekt aus dem Aktiv wird zu einer optionalen Präpositionalphrase mit von oder durch. Also da das Seminar von allen besucht worden war, im Passiv, und im Aktiv alle haben das Seminar besucht, da ist das das Subjekt. Aber hier in den Beispielsätzen auf der Folie habe ich diese Präpositionalphrase weggelassen. Die ist optional. Ein Dativ im Aktiv bleibt beim Werden-Passiv auch ein Dativobjekt. Ein Beispiel wäre, da Sie ihm geholfen haben, im Aktiv wird umgeformt da zu da ihm geholfen wurde. Das bleibt also ein Dativ. Und was mit dem finiten Verb aus dem Aktiv passiert, sehen Sie hier in der letzten Zeile im Kasten. Schauen Sie sich das Präsens an. Da jemand das Seminar besucht, wird umgeformt zu einer Form von werden als finites Verb. Besucht wird im Passiv plus ein Partizip 2, in diesem Falle eben besucht. Das ist ein Partizip 2. Neben dem Werden- oder Vorgangspassiv gibt es auch noch eine andere Passivdiathese, nämlich das sogenannte Rezipienten- oder Dativpassiv. Schauen Sie sich die Beispielsätze an. Da er das erstattet bekommen hatte, da er das erstattet bekommt, da er das erstattet bekommen wird und so weiter. Hier ist nicht Werden das Passivauxiliar, sondern Bekommen. Das ist so vor allem im Standarddeutschen und in formelleren Sprechlagen oder Registern. Daneben gibt es auch Kriegen als Auxiliar des Rezipientenpassivs oder Erhalten, also da er das erstattet gekriegt hatte, da er das erstattet kriegt und so weiter. Dieses Passiv, das funktioniert ein bisschen anders als das Werden-Passiv, und zwar folgendermaßen anders. Hier ist es so, dass das Dativobjekt aus dem Aktiv zum Subjekt des Passivsatzes wird. Also man erstattet ihm etwas, aber im Passiv bekommt er etwas erstattet. Das heißt, das Dativobjekt
aus dem Aktiv wird zum Subjekt des Passivsatzes. Beim Vorgangs- oder Werden-Passiv ist es ja so gewesen, dass das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes geworden ist. Das gleiche wie beim Werden-Passiv passiert hier mit dem Subjekt. Das wird zu einer optionalen Präpositionalphrase mit von oder durch, da er das von jemandem oder durch das Amt erstattet bekommen hatte. Das kann man aber auch weglassen, das habe ich hier auch getan. Und so wie beim Werden-Passiv das Aktiv-Dativ-Objekt auch im Passiv ein Dativ-Objekt bleibt, so bleibt beim Rezipienten-Passiv das Akkusativ-Objekt des Aktivs im Passiv auch ein Akkusativobjekt. Und, das hatte ich aber schon erwähnt, was mit dem Verb passiert, das ist beim Rezipientenpassiv auch anders, und zwar dahingehend, dass eben nicht werden das Passivauxiliar ist, das mit einem Partizip 2 kombiniert wird, sondern bekommen, kriegen oder erhalten. Hier haben Sie nochmal gegenübergestellt das Vorgangs- oder Werden-Passiv auf der einen Seite und das Rezipienten- oder Dativ-Passiv auf der anderen. Das sind also neben dem Aktiv die beiden Diathesen im Deutschen. Und was mit den einzelnen Satzgliedern passiert relativ zum Aktiv. Daneben gibt es auch noch das sogenannte Zustandspassiv, das ist nicht ganz unumstritten, das zu postulieren. Das wird gebildet aus sein plus Partizip 2, also er ist gewaschen, er war geprüft gewesen und sie wird erlöst sein. Das unterscheidet sich einfach darin vom Werden- oder Vorgangspassiv, dass das Auxiliar nicht werden ist, sondern sein. Das ist der einzige Unterschied. Hier haben wir jetzt die Passivdiathesen nebeneinander. Und wenn Sie unsicher sind, ob es sich bei einem Zustandspassiv tatsächlich um ein Zustandspassiv handelt, dann können Sie die Probe vornehmen, das ins Vorgangspassiv zu transformieren. Und wenn das funktioniert, dann ist es ein Zustandspassiv. Er ist gewaschen. Er wird gewaschen. Er war geprüft gewesen. Er war geprüft worden. Sie wird erlöst sein. Sie wird erlöst worden sein. Hier funktionieren die Umformungen in das Vorgangspassiv ganz problemlos. Deshalb sind das Beispiele fürs Zustandspassiv. Wenn Sie sowas haben, sie ist zufrieden, dann können Sie das nicht umformen. Sie ist zufrieden worden, ist nicht möglich. Das heißt, es gibt durchaus auch viele Beispiele, in denen diese Konstruktion nicht umformbar ist. Dann ist es eben kein Zustandspassiv. So, Sie haben eben schon bei den Tempora und bei anderen Merkmalsklassen der Konjugation gesehen, dass es manchmal haben als ein Tempusauxiliar für Verben gibt und manchmal auch sein. Schauen Sie sich hier diese vier Spalten in der Tabelle an. Hier haben wir jemanden oder etwas aufwecken. Was benutzen wir hier? Ich habe jemanden aufgeweckt. Ich habe jemanden ertränkt. Ich habe jemanden, gesprengt. Ich habe etwas gegessen. Ich habe etwas gelesen und so weiter. Hier benutzen wir haben als Auxiliar. Wie ist es bei der Spalte daneben? Jemanden getränkt haben, jemanden gefüttert haben, jemanden getragen haben. Auch hier benutzen wir haben. Gucken wir unten links, aufwachen. Ich habe aufgewacht. Nein, ich bin aufgewacht, ich bin ertrunken, ich bin untergegangen, ich bin kaputt gegangen, ich bin eingegangen und so weiter. Hier wird sein als Auxiliar benutzt. Und unten rechts, was finden wir da? Es ist gerattert oder es hat gerattert. Könnte beides möglich sein. Es hat gelaufen, es ist gelaufen. Es hat geschwommen oder er hat geschwommen und es ist geschwommen, geht auch beides. Es hat geblüht, ich habe geschlafen, ich bin gerannt, es hat gerannt, nein,
Vielleicht nicht. Ich bin gesessen, ich habe gesessen. Das könnte Ihnen auch bekannt vorkommen. Also unten rechts in der Spalte, da finden Sie Verben, die haben benutzen, die sein benutzen, aber auch solche, die mit haben und sein funktionieren. Das heißt, wir haben hier drei relativ klare Spalten und eine, in der wir Variation finden darin, ob das Verb mit einem Haben-Auxiliar oder mit einem Sein-Auxiliar auftaucht. Und das lässt sich tatsächlich auch nach Kriterien unterscheiden. Es ist so, dass diese Spalte oben links, das sind alles perfektive Verben, also solche, die einen inhärenten Endpunkt oder Anfangspunkt haben. Und die sind transitiv, das heißt, die haben ein Akkusativobjekt. Und wenn ein Verb transitiv und perfektiv ist, dann nimmt es haben als Auxiliar. Rechts daneben finden wir imperfektive Verben, die auch transitiv benutzt werden können. Jemanden tränken, jemanden füttern, jemanden tragen. Aber das sind alles anhaltende Aktivitäten, Vorgänge oder Handlungen ohne inhärenten Endpunkt oder Anfangspunkt. Und in diesem Fall wird auch haben benutzt. Das hängt also vor allem an der Transitivität. Hier das Haben, das Auxiliar ist. Bei intransitiven Verben finden Sie sein in der Spalte unten links, aufwachen, ertrinken, die haben alle nur ein Subjekt, aber kein Objekt und auch darunter kein Akkusativobjekt, was entscheidend für Transitivität ist. Und deshalb nehmen die als Auxiliar ein Sein und dann haben wir die schwierige Gruppe da unten rechts. Das sind intransitive Verben, die imperfektiv sind und manche von denen nehmen jetzt haben, wie blühen, manche nehmen sein, wie schlafen und andere lassen beide zu, wie rosten oder schwimmen. Und auch hier können wir noch einen Faktor ausmachen, der innerhalb der intransitiven, imperfektiven Verben mit dafür verantwortlich ist, welches Auxiliar mit diesen Verben benutzt wird, nämlich ob es sich dabei um kontrollierte oder unkontrollierte Prozesse oder Handlungen handelt. Also wenn etwas kontrolliert rattert, dann wird sein genommen, er rattert die Straße hinab oder sowas, oder er ist gelaufen, er ist geschwommen, er ist gerannt, er ist in die Ecke gesessen, das ist vor allem regional verbreitet in Süddeutschland. Und wenn das unkontrollierte Prozesse sind, dann kann man diese Verben mit haben benutzen. Also sagen wir ein Ast, der im Rhein geschwommen hat. So, und damit sind wir Oder damit kommen wir jetzt zu den morphologischen Eigenschaften von Verben und der Frage, wie werden überhaupt einzelne Verbformen gebildet? Dabei werden vor allem aus historischen Gründen zunächst einmal es wird eine Gruppe von starken Verben angenommen und starke Verben sind solche, die im Präteritum oder im Perfekt oder in beiden Tempora einen anderen Stammvokal, auch Ablaut genannt, als im Präsens aufweisen. Also den Stamm kennen Sie schon aus der Morphologie und wenn in diesem Stamm sich der Vokal ändert zwischen Präsens, Perfekt und Präteritum, dann handelt es sich um starke Verben. Das ist zum Beispiel bei trinken, trank, getrunken, fliegen, flog, geflogen oder fahren, fuhr, gefahren der Fall. Und von diesen starken Verben unterscheidet man die schwachen Verben. Und zwar weisen die im Präteritum und im Perfekt oft den gleichen Stammvokal wie im Präsens auf. Und das Präteritum wird mit einem Dentalsuffix gebildet, also die Flexion, das Flexionsmorphem
enthält ein Dentalsuffix. Spielen, spielte, gespielt. Da sehen Sie, hier ändert sich beim Stammvokal nichts. Und in spielte im Präteritum sehen Sie am T, an der T-Endung, dass hier ein Dentalsuffix bei der Flexion benutzt wird. Schauen Sie nochmal nach links zu den starken Verben und schauen Sie sich da die Präteritumformen an. Da finden Sie keine Dentalsuffix enthaltenden Flexionsmorpheme. Wohnen, wohnte, gewohnt und an Coronan, Coronate und Coronat sehen Sie, dass das auch das produktive Flexionsparadigma ist. Die schwache Flexion ist die, die im Deutschen noch produktiv ist. Das heißt, wenn wir neue Verben in die deutsche Sprache bekommen, dann flektieren wir die schwach. Und dann gibt's wie immer auch noch sowas wie anomale oder unregelmäßige Verben. Die weisen jetzt zwar im Präteritum oder im Perfekt einen anderen Stammvokal, also einen anderen Ablaut als im Präsens auf, so wie die starken Verben, aber sie weisen auch einen veränderten Konsonantismus entweder im Stamm oder in der Endung auf. Und wenn Sie das in der Endung tun, dann ähneln Sie darin eben auch den schwachen Verben. Beispiele dafür sind bringen, brachte, gebracht. Da finden Sie auch in denken, dachte, gedacht. Da finden Sie sowohl den veränderten Konsonantismus im Stamm, also im Präsens bring, nasal und brachte, gebracht. Da haben Sie die Frikative. Da ändert sich also der Konsonantismus im Stamm und Sie finden die Dentalsuffixe wie bei den schwachen Verben brachte und dachte. Das sind die unregelmäßigen oder anomalen Verben. Genau, hier sehen Sie die Stammformen. Daneben gibt es dann auch noch Suppletivstämme. Das ist im Deutschen aber nur das Verb sein. Und Suppletivstämme nennt man solche, bei denen die Flexionsformen des Worts historisch unterschiedliche Stämme aufweisen. Also schauen Sie sich die Flexion von sein an. Ich bin, du bist, er ist, wir sind. Da gibt es mit sein, ist und bin, war und gewesen. Da gibt es ganz verschiedene Stämme, die da involviert sind. Und die gehen tatsächlich auf indoeuropäische verschiedene Wurzeln zurück. Anders als bei den anderen Verben, die wir eben betrachtet haben. Die haben alle nur eine Wurzel, immer nur die gleiche. Hier ist es so, dass es drei indoeuropäische Wurzeln gibt, die in unserem Verb sein und dessen Flexionsformen vorhanden sind. So, Sie haben eben schon gehört von dem sogenannten Ablaut. Das sind diese Stammvokale, die sich je nach Flexion ändern können. Und davon muss man die sogenannten Umlaute unterscheiden. Also der Ablaut, das war in historischen Sprachstufen des Deutschen ein systematischer und tempusabhängiger Stammvokalwechsel nach Verbklasse. Also je nach Verbklasse gab es da andere Stammvokalwechsel und in dieser Systematizität kann man historisch sowas wie Ablautreihen annehmen. Verschiedene Ablautreihen, wie sie repräsentiert werden, beispielsweise durch Trink, Trank, Getrunken, Trank und Trunk oder Flieg, Flog, Geflogen und Flug. Diese Ablautreihen, das sind also die Veränderungen im Stammvokal und die Verben des Deutschen konnten also historisch vollständig solchen Ablautreihen zugeordnet werden. Davon zu unterscheiden sind jetzt der Umlaut bzw. die Hebung. Dabei handelt es sich auch um Vokalveränderungen historisch, aber die nicht eben nach Ablautreihen oder tempusabhängig, sondern das hat hier eher phonologische Gründe oder phonotaktische Gründe. Das sind Veränderungen, die
durch Lautkombinationen innerhalb des Wortes verursacht werden. Bei sowas wie gebären und gebiert oder erlöschen und erlischt, da sehen Sie, dass sich auch ein Vokal verändert oder nehmen und nimmt und geben und gibt. Das hat aber historische Gründe, die eben in der Lautstruktur des einzelnen Wortes begründet liegen. So, eine morphologische Eigenschaft von Verben, die eigentlich an diese Stelle gehören würde, ist die Frage, wie werden Präfixe bzw. Partikeln mit Verben verbunden? Diese Frage habe ich auch schon anderswo beantwortet, nämlich im dritten Input-Video zur Wortbildung 2, zur Derivation, zur Verbderivation. Und da finden Sie dann auch diese Darstellung zur Erinnerung, worum es dabei geht, zeige ich Ihnen trotzdem jetzt noch die Aufstellung dazu. Verben wie fallen, fahren können mit bestimmten Derivationselementen kombiniert werden, mit Präfixen wie zerfallen, mit Partikelpräfixen wie umfahren und dann mit echten Partikeln wie bei umfahren und Doppelpartikeln wie bei hineinlaufen. Und diese Elemente, Präfixe, Partikelpräfixe, echte Partikeln und Doppelpartikeln, die haben verschiedene Eigenschaften, morphologische und syntaktische, und die habe ich eben in diesem anderen Video schon besprochen. Da können Sie das nochmal nachschauen. Hier jetzt also die ganzen Unterscheidungen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, die Tempora, wann haben und wann sein, das Auxiliar sind, dann wie die einzelnen Verbformen gebildet werden mit schwachen, starken, unregelmäßigen und Supplativverben, dann wie sich Ablaut und Umlaut unterscheiden und dann eben noch angedeutet mit Verweis auf ein vorangegangenes Video, wie Präfixe und Partikeln mit Verben verbunden werden. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Funktionsklassen von Verben. Welche Funktionsklassen gibt es? Da können wir eine ganze Reihe auflisten. Wir unterscheiden Vollverben von Hilfsverben oder Auxiliaren, von Kopularverben, von Modalverben, von modifizierenden Verben und von Funktionsverben. Wir gehen die jetzt der Reihe nach durch und wir fangen mit den Vollverben an. Vollverben, die können selbstständig ein Prädikat bilden, und zwar auch dann, wenn lexikalisch nicht festgelegte Ergänzungen gefordert werden. Also das sind diese stinknormalen Verben wie wohnen, geben und sinken. Davon unterschieden sind die Hilfsverben, die Auxiliare, von denen war eben auch schon hin und wieder die Rede. Die werden, wie Sie schon gesehen haben, zur Bildung der analytischen Tempora und der Passive benötigt. Und dazu zählen sein, haben und werden. Und am Rezipientenpassiv haben Sie auch gesehen, noch bekommen, kriegen und erhalten. Also Beispielsätze für solche Hilfsverben wären: bald wird eine Lösung gefunden worden sein. Da sehen Sie zweimal werden fürs Passiv, für die vollendete Zukunft, Futur 2, und sein als das Auxiliar zu finden. Oder was hätte Sebastian geschenkt gekriegt? Da sehen Sie genau haben und kriegen als Auxiliare. Dann die Kopularverben. Was sind Kopularverben? Die verknüpfen Elemente, zwischen denen Identität oder Teilidentität hergestellt werden soll. Und die Kopularverben sind sein und werden, und manchmal zählt man auch bleiben dazu. Also sie ist, bleibt Professorin, klug oder zu Hause. Sie wird Professorin oder gesund. Hier wird also Identität hergestellt oder Teilidentität zwischen dem Subjekt
und dem, was hinter der Kopula kommt. Also Professorin, klug oder zu Hause, beziehungsweise zwischen sie und gesund und Professorin. Dann die Modalverben, das ist ein komplexes Thema. Die weisen nämlich morphologische, syntaktische und semantische Besonderheiten auf die ich jetzt jeweils eingehen möchte. Unter die Modalverben werden gezählt dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen. Welche morphologischen Besonderheiten weisen diese Modalverben auf? Die Modalverben, aber außer wollen, sind sogenannte Präterito-Präsentia. Das sollten Sie sich merken. Das ist auch eigentlich ein sprechender Terminus, denn das bedeutet, dass die Formen im Indikativ Präsens, also ich will, nein, wollen ja gerade nicht, ich soll, ich kann, ich muss und so weiter, das sind ursprünglich Präteritumformen, aber die haben Präsensbedeutung, präsentische Bedeutung. Die sind also der Form nach eigentlich Präteritumformen. Weitere Besonderheiten sind, dass die erste und dritte Person indikativ Präsens, ich, er, sie, es kann, kein Schwa- bzw. Dentalsuffix aufweisen. Schauen Sie sich ein normales Verb an, in Anführungszeichen, ich liege, er, sie, es liegt. Da haben Sie die Endungen Schwa- und Dentalsuffix. Bei den Modalverben ist das anders. Ich kann, er, sie, es kann. Da haben Sie eine Nullform vorliegen. Dann wechselt der Stammvokal zwischen Singular und Plural im Indikativ Präsens, außer bei sollen. Das heißt, im Präsens, er, sie, es darf, im Plural, sie dürfen. Und das ist auch bei normalen, in Anführungszeichen, Verben anders. Er, sie, es fliegt, sie fliegen. Ja, da ändert sich gar nichts. Und das hängt natürlich daran, dass der Indikativ Präsens im Singular eigentlich Präteritumformen sind. Und drittens, das Präteritum besteht aus Sekundärbildungen nach der schwachen Konjugation. Das heißt, wenn das Präsens dieser Modalverben im Indikativ eigentlich mal Präteritumformen waren oder immer noch sind, dann muss man trotzdem eine Möglichkeit haben, das Präteritum von denen zu bilden. Und das tut man, indem man sie einfach schwach flektiert. Also ich musste, er, sie, es musste. Das ist dann ganz regelmäßig. Aber es sind eben Sekundärbildungen, weil man sozusagen formal schon Formen, die eigentlich schon Präteritum sind, der Form nach, aber nicht der Bedeutung nach, dann nochmal ins Präteritum setzen musste. Deshalb sind das sekundär gebildete Präterita. Diese Modalverben haben auch syntaktische Besonderheiten. Sie können mit den Infinitiven aller Vollverben ohne die Partikel zu verbunden werden. Also er kann, soll, muss schwimmen. Das geht auch bei sogenannten ACI-Verben, aber das ist hier nicht so wichtig. Und diese Modalverben stehen auch zusammen mit Vollverben im Perfekt so, dass sie einen Ersatzinfinitiv brauchen und nicht das Partizip 2 wie in Anführungsstrichen normale Verben. Also wir sagen sowas wie, sie hat essen wollen, essen dürfen oder essen müssen, aber nicht sie hat gegessen wollen, obwohl das ein Perfekt ist. Das heißt, da wird nicht das von diesen Modalverben wird nicht das Partizip 2 regiert, sondern ein Ersatz, ein sogenannter Ersatzinfinitiv. Diese Verben bilden auch gewöhnlich keinen Imperativ, nur in sehr, sehr speziellen Kontexten. Und diese Modalverben regieren, wenn kein Vollverb bei ihnen steht, einen Akkusativ und ein Passiv ist kaum möglich. Also, ich will einen Apfel, ich habe einen Apfel gewollt, da steht dann immer das Akkusativobjekt, aber Passive sind davon
auch nur in besonders kontextuell lizenzierten Ausnahmen möglich. Eine Ausnahme von dieser Regel wiederum ist, dass gemocht werden ein relativ unauffälliger Passiv ist, ein relativ unauffälliges Passiv. Also mit mögen geht das ganz gut, mit den anderen nicht. Dann gibt es vor allem semantische Eigenschaften, die die Modalverben kennzeichnen. Was bedeuten nämlich Modalverben? Was man mit diesen Modalverben tut, wenn man sie benutzt, ist, dass man die Geltungsbedingungen von Aussagen modifiziert, und zwar hinsichtlich zwei verschiedener Faktoren, nämlich einmal hinsichtlich der subjektiven Gewissheit, die mit einer Aussage verbunden ist, oder hinsichtlich der objektiven Bedingungen eines ausgesagten Sachverhalts. Der historisch primäre Gebrauch von Modalverben ist der die objektiven Bedingungen einer Aussage betrifft. Und da spricht man vom deontischen oder objektiven Gebrauch von Modalverben. Sie sehen diesen Gebrauch in folgenden Beispielen. Er muss bald kommen. Und zwar im Sinne von, er ist verpflichtet, bald zu kommen. Sie soll besonnen sein. Im Sinne von, sie ist dazu angehalten, besonnen zu sein. Und sie könnte besonnen sein, würde bedeuten, sie könnte dazu befähigt sein, besonnen zu sein. Also das liegt in ihrer Kompetenz, besonnen zu sein. Das ist der sogenannte deontische oder objektive Gebrauch von Modalverben. Davon unterschieden ist der epistemische bzw. subjektive Gebrauch dieser Verben. Und das Problem ist jetzt, dass die gleichen Sätze sozusagen einmal in manchen Kontexten deontisch verstanden werden und in manchen Fällen epistemisch. Und das sehen Sie auch hier. Wenn ich jetzt sage, er muss bald kommen, dann hat das eine deontische Bedeutung, nämlich er ist verpflichtet, bald zu kommen. Aber wenn das Modalverb epistemisch gebraucht wird, dann würde es bedeuten, ich gehe stark davon aus, dass er bald kommen wird. Also dann betrifft das eine subjektive Einschätzung darüber, wie gewiss das ausgesagt ist. Also wie gewiss ist, dass er bald kommt. Und das ist subjektiv. Auch in dem Satz, sie soll besonnen sein. Hier heißt das dann nicht mehr, sie ist dazu angehalten, besonnen zu sein, sondern man sagt, aber ich bezweifle, dass sie besonnen ist. Auch eine subjektive Einschätzung der Gewissheit dieses Sachverhalts. Und in sie könnte krank sein, das bedeutet, ich halte für möglich, dass sie krank ist. Und diesen Satz, den können Sie jetzt beispielsweise nicht deontisch lesen. Ja, beim deontischen Gebrauch, sie könnte besonnen sein, ist die Bedeutung, sie könnte befähigt sein, es könnte in ihrer Kompetenz liegen, besonnen zu sein. Aber bei sie könnte krank sein, ist das nicht möglich, weil krank sein keine kontrollierbare Aktivität ist, zu der man fähig sein kann. Deshalb steht da auch nur die epistemische Lesart zur Verfügung. Man kann die deontischen Lesarten der Modalverben auch noch systematisieren. Wenn Sie sich können und dürfen anschauen, dann drücken die sowas wie eine Möglichkeit aus. Ja, sie kann befähigt sein, besonnen zu sein, oder sie darf in die Schule gehen. Da handelt es sich um Möglichkeiten, die diese Modalverben ausdrücken. Bei sollen und müssen handelt es sich um Notwendigkeiten, die da ausgedrückt werden. Und bei mögen und wollen, mögen auch umstritten, aber das passt hier mit rein in die Semantik von Modalverben. Bei mögen und wollen wird Wille ausgedrückt. Und jetzt kann man die nach Möglichkeit, Notwendigkeit und Wille sortierten Modalverben auch noch untereinander differenzieren. So zum Beispiel, dass zwischen können und dürfen
die Möglichkeit, die da ausgedrückt wird, bei können unabhängig davon ist, ob die von einem Dritten ermöglicht wird oder nicht. Und bei dürfen ist da irgendjemand Drittes oder etwas Drittes involviert, das die Möglichkeit einschränkt. Bei der Notwendigkeit ist es so, da haben wir bei sollen auch etwas Drittes involviert, das also diese Notwendigkeit bestimmt oder bestimmt, dass diese Notwendigkeit besteht und das sollen die Notwendigkeit diktiert. Und das kann man vom Müssen wiederum unterscheiden, indem man das Müssen als ein noch intensiveres Sollen durch Dritte klassifiziert. Und beim Willen können wir auch sagen, mögen ist ein, ja, sagen wir, neutrales Wollen und wollen ist ein intensiveres Mögen. So lassen sich die Modalverben nach zwei Dimensionen hin nochmal subdifferenzieren. Ganz interessante Sachen passieren, wenn man sollen und müssen negiert, also wenn man ein Nicht davor setzt, beispielsweise. Nicht sollen drückt ein Verbot aus, aber nicht müssen drückt nicht ein noch intensiveres Verbot aus, was man ja glauben könnte, angesichts dessen, was ich eben gesagt habe, sondern nicht müssen drückt eine Nichtnotwendigkeit aus. Wie kommt das? Schauen Sie sich an, so ein Satz wie du sollst nicht töten. Was hier negiert wird, ist das Töten. Die Notwendigkeit besteht, dass du nicht tötest, wäre die Paraphrase davon. Oder noch eine andere Paraphrase wäre, was du sollst, ist nicht töten. Jetzt schauen Sie sich das Du musst nicht töten an, was eine Nichtnotwendigkeit ausdrückt, aber nicht noch ein stärkeres Verbot. Das können wir paraphrasieren als die Notwendigkeit besteht nicht, dass du tötest. Hier wird nicht das Vollverb töten negiert, sondern das Müssen. Während beim Sollensatz, du sollst nicht töten, da wird das Vollverb negiert, nicht töten, aber nicht das Modalverb sollen. Und das verursacht den Unterschied in der Lesart. Und jetzt können wir auch noch die Lücken auffüllen. Das intensivere Verbot ist dann eben nicht müssen. Also das intensivere Verbot zu nicht sollen ist nicht müssen, sondern nicht dürfen. Und an dem nicht brauchen, das die Nichtnotwendigkeit ausdrückt, sehen Sie, dass hier das Verb, das eigentlich das Vollverb brauchen, zweckentfremdet wird und in die Modalverben reingezogen wird, um eine Lücke im System auszufüllen. Nämlich genau diese Lücke hier, dass wir eine Nichtnotwendigkeit ausdrücken, aber ohne Intensität. Und dafür gibt es kein Modalverb und deshalb hat man dafür das Brauchen zweckentfremdet sozusagen. Und damit kommen wir zu den modifizierenden Verben. Diese modifizierenden Verben nennt man auch Modalitätsverben, und zwar weil sie funktional den Modalverben ähneln, funktional oder semantisch, und zwar deswegen, weil sie auch Gültigkeitsbedingungen oder Geltungsbedingungen und die Vorkommensform von anderen Verben modifizieren. Solche Modalitätsverben sind brauchen, das haben wir eben schon gesehen, dass das da bis in die Modalverben reingezogen wird in bestimmten Funktionen, nämlich in der mit Negation. Lassen, sein zu, das ist zu befürworten und das hat so oder so zu sein bei haben zu. Diese Modalitäts- oder modifizierenden Verben im engeren Sinne, also das sind die eben genannten lassen, brauchen,
Haben zu und Sein zu, die modifizieren die Geltungsbedingungen von Aussagen hinsichtlich der subjektiven Gewissheit oder der objektiven Bedingungen, also ganz ähnlich wie die echten Modalverben. Sie lässt ihn nicht gehen oder sie lässt ihn gehen, sie lässt ihn nicht gehen, er braucht nicht zu gehen und er hat nicht zu gehen. Auch hier sind Notwendigkeit und Verbot und sowas zu im Spiel. Das ist nicht zu befürworten. Hier ebenfalls, das ist auch sowas wie ein Verbot, etwas zu befürworten. Und das funktioniert hier durch diese modifizierenden Verben, aber die unterscheiden sich eben in den ganzen syntaktischen und semantischen Eigenschaften und morphologischen von den Modalverben. Deshalb ist das eine eigene Klasse. Und dann gibt es noch die modifizierenden Verben im weiteren Sinne. Das sind alle Verben, die ein Zu-Infinitiv zu sich nehmen und die modifizieren die Geltungsbedingungen von Aussagen in irgendeiner Weise. Also, das scheint zu stimmen, sie pflegt zu scherzen, sie beabsichtigt zu scherzen, sie hört auf zu scherzen oder sie versucht zu scherzen. All das sind in gewisser Weise Modifikationen des Sachverhalts, sie scherzt. Und das qualifiziert diese Verben, die dann immer ein Zu-Infinitiv zu sich nehmen, als modifizierende Verben im weiteren Sinne. Und damit kommen wir zuletzt zu den Funktionsverben. Diese Funktionsverben, die verbinden sich immer mit lexikalisch festgelegten Akkusativobjekten oder Präpositionalobjekten zu sogenannten Funktionsverbgefügen und die haben nicht kompositionelle Bedeutung. Was das bedeutet, dazu komme ich gleich. Beispiele für solche Funktionsverbgefüge sind zur Sprache bringen, ums Leben kommen, in Rechnung stellen, eine Absprache treffen. Hier sehen Sie dreimal Präpositionalobjekte zur Sprache, ums Leben, in Rechnung und einmal ein festgelegtes Akkusativobjekt, eine Absprache treffen. Schauen wir uns nochmal im Kontrast dazu normale Satzgefüge an. Dann haben wir da komponierte Einzelbedeutungen. Sowas wie ein normales Verb mit einem normalen Akkusativobjekt, einen saftigen Muffin nehmen. Das bedeutet genau das, was die einzelnen Wörter in der Summe bedeuten. Nämlich, jemand nimmt etwas, und zwar einen Muffin, und zwar einen saftigen Muffin. Ähnlich bei das Päckchen zur Post bringen, auch hier komponierte Einzelbedeutungen, das heißt die Einzelbedeutungen der Wörter in der Summe. Jemand bringt etwas, und zwar zur Post, und zwar bringt jemand das Päckchen zur Post. Und im Kontrast dazu können wir jetzt ein Funktionsverbgefüge anschauen. Hier haben wir eine lexikalisch festgelegte und zwar nicht kompositionelle Bedeutung. Einen günstigen Verlauf nehmen, das ist jetzt so ein Funktionsverbgefüge. Und hier können Sie jetzt eben nicht sagen, hier nimmt jemand etwas, und zwar hier nimmt jemand einen Verlauf, und zwar einen günstigen Verlauf. Das darf man nicht wörtlich verstehen als die Summe der Einzelbedeutungen, sondern das hat eine festgelegte Bedeutung als Ganzes. Genauso bei dem Präpositionalobjekt unten, das Problem zur Sprache bringen. Hier können Sie auch nicht sagen, hier bringt jemand etwas und zwar zur Sprache, und zwar bringt jemand ein Problem zur Sprache, und zwar, weil hier tatsächlich nichts transportiert wird und die Sprache ist auch kein Ort, zu dem man etwas hinbringen könnte. Auch das hat eine nicht kompositionelle Bedeutung im Ganzen und nicht als Summe der Einzelbedeutungen. Hier sind noch ein paar Merkmale, die Funktionsverbgefüge oft haben, aber leider nicht immer haben, weshalb das keine notwendigen Bedingungen für Funktionsverbgefüge sind. Aber das kann man trotzdem als Probe benutzen, um herauszufinden, ob es sich bei einem Gefüge um ein Funktionsverbgefüge handelt oder nicht.
Solche Gefüge sind oft ersetzbar durch ein einfaches Verb. Einen günstigen Verlauf nehmen, da könnte man einfach sagen, bei Verlauf nehmen, verlaufen. Und einen günstigen Verlauf nehmen, könnte man einfach sagen, das verläuft günstig. Ja. Und bei das Problem zur Sprache bringen, da könnte man einfach das ersetzen durch das Verb ansprechen. Das Objekt ist bei solchen Gefügen, Funktionsverbgefügen, meistens nicht in ein Pronomen umwandelbar. Also man kann nicht sagen, man kann nicht umwandeln, einen günstigen Verlauf nehmen in ihn nehmen. Dann verliert das Ganze nämlich seine nicht kompositionelle Bedeutung. Und man kann auch nicht das Problem zur Sprache bringen, umwandeln in das Problem dazu bringen, weil das dann auch die Funktionsverbgefüge spezifische festgelegte nicht kompositionelle Bedeutung verliert. Passiv kann man, wenn ein Akkusativobjekt involviert ist, oft auch nicht gebildet werden. Also der günstige Verlauf wurde genommen, kann man nicht sagen. Bei den Präpositionalobjekten ist das aber durchaus möglich. Das Problem wurde zur Sprache gebracht, kann man problemlos sagen. Der Artikelgebrauch ist auch oft festgelegt, vor allem bei den Funktionsverbgefügen mit Präpositionalobjekt. Wir können sagen, einen günstigen Verlauf nehmen oder etwas hat den günstigen Verlauf genommen oder er hat die Rache genommen, auf die er schon Jahrzehnte gesonnen hatte. Das kann man durchaus sagen, da kann man also den Artikel variieren. Aber bei den Präpositionalobjekten ist das nicht so. Das Problem zur Sprache bringen kann man nicht umwandeln in das Problem zu einer Sprache bringen oder zu keiner Sprache bringen. Dieses Muster, also solche Funktionsverbgefüge zu bilden, das ist produktiv, das geschieht also immer noch und damit werden immer neue Funktionsverbgefüge auch kreiert. Und dieses Muster tritt auch vor allem in Textsorten auf, die von dem sogenannten Nominalstil geprägt sind, also eher so eine formale technische Sprache. Auch in wissenschaftlichen Texten wird sowas bevorzugt, anstatt dann eben die normalen einzelnen Verben zu benutzen, die man dafür oft einsetzen kann. Damit sind die Funktionsklassen der Verben alle besprochen und ich danke Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.